Der Tag der Wehrmacht wurde auch in diesem Jahr zu einem Höhepunkt des Kriegswinterhilfswerkes. In allen Standorten des Reiches gab es Aufmärsche, Besichtigungen und Volksbelustigungen für Jung und Alt. Der Wagen von Compiègne im Berliner Lustgarten. Ein Sachverständiger. Die Sammelbüchsen können die Spenden kaum noch fassen. Reichsminister Dr. Goebbels bei den Soldaten einer schweren Batterie, die auf dem Wilhelmplatz ein Geschütz exerzieren zeigen. London und Moskau meldeten daraufhin, dass im Berliner Regierungsviertel Geschütze zum Kampf gegen die revoltierenden Volksmassen aufgefahren seien. Hier sieht man diesen Vorgang im Bilde. Auch die PK macht mit. Ein Blick durch die Fernkamera. Alte Afrika-Kämpfer sammeln am Stephansdom in Wien. Massenbesuch in Kasernen und Truppenunterkünften. Was ganz Neues. Eine Floßsackschaukel. Sturmbootakrobatik. Ihm schwant Böses. Gegen eine Spende für das Kriegswinterhilfswerk darf jeder selbst mitmachen. Unsere Gradschützen zeigen sich als Kunstfahrer. Bei der Luftwaffe. Auch bei unseren Panzerschützen gibt es viel zu sehen. Salzburger Pioniere bauen eine lebende Brücke. Wird sie etwas zu lebendig. Vorsicht, es knallt. Dieser Einschlag gehörte bereits zu einer Sturmpionierübung, die ebenfalls zum Besten des Winterhilfswerkes durchgeführt wurde. Thank you.
In den deutschen Flugzeugwerken wird Tag und Nacht gearbeitet. Die Front braucht ständig neue Maschinen. Die Produktion wird laufend erhöht. Rumpfbau. Für die leichteren Arbeiten sind auch Frauen eingesetzt. Ein Rumpf nach dem anderen wandert zur Fertigmontage. Das Seitenruder wird geprüft. Das Flugzeug erhält sein Fahrwerk. So werden die Räder kurz nach dem Start eingezogen. Alles muss genau passen. Motorenbau. Die Motoren sind montiert. Die Tragflächen werden angesetzt. Hier erhalten die Motoren ihre Luftschraube. Die Tore der mächtigen Montagehalle öffnen sich. Wieder ist eine Serie Kampfflugzeuge vom Typ He-111 fertiggestellt. Startfrei zum ersten Probeflug. Lübeck, das Nürnberg des Nordens. In den Bauten dieser alten deutschen Stadt mit ihren ragenden gotischen Türmen und mittelalterlichen Giebeldächern dokumentiert sich der Kulturwille eines stolzen Hanseatentums. Die Kirchen, die Patrizierhäuser und das Rathaus von Lübeck gehören zu den kostbarsten Baudenkmälern der Welt. In einem militärisch und wirtschaftlich völlig sinnlosen Luftangriff legten die Engländer mit Brand- und Sprengbomben einen Teil der Altstadt in Trümmer und vernichteten dabei weltberühmte Kunstschätze. Der Dom, ein Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert. Seine 120 Meter hohen Türme gaben zusammen mit den Türmen der Marien- und Petrikirche der alten Hansestadt eine unvergleichlich schöne Silhouette. Das Innere des Doms ist völlig ausgebrannt. Weltbekannte Werke der deutschen Gotik gingen hier für immer verloren. Auch die Marienkirche, eines der schönsten Denkmäler des niederdeutschen Backsteinbaus, wurde zerstört. Hier fiel unter anderem der berühmte Lübecker Totentanz den englischen Brand- und Sprengbomben zum Opfer. In der Lübecker Altstadt gab es keinerlei militärische Ziele, keine Rüstungswerke, keine Fabriken. Nichts kann diesen ruchlosen Überfall rechtfertigen. Der Luftangriff auf Lübeck wird mit der Vernichtung unersetzlicher Kulturgüter und Kunstschätze für immer ein Zeichen britischer Schande und Barbarei bleiben.
Sofort nach dem Angriff setzen Hilfsmaßnahmen der Partei, der NSV und der Wehrmacht für die betroffene Bevölkerung ein. An der Ostfront. Bei einer Transportstaffel unserer Luftwaffe. Die Maschinen werden getankt. Ladung wird übernommen. An die Besatzungen der Transportstaffeln werden Tag um Tag höchste Anforderungen gestellt. Sie sind ununterbrochen im Einsatz. Flug an die Front. Der Bordschütze an seinem MG. Weit vorgeschobene Truppen werden aus der Luft mit Munition und Lebensmitteln versorgt. Andere Transportverbände bringen Nachschub zu den vorgeschobenen Feldflugplätzen. Von hier aus geht das Material zu den vorderen Linien. Im Donetsk-Gebiet. Hier greifen die Sowjets immer wieder mit stärksten Kräften an. Alarm! Artillerie nimmt bolschewistische Verbände, die sich hinter einem Bahndamm bereitstellen, unter Feuer. In den vordersten Gräben der Donetsk-Front. Die Bolschewiken stürmen in immer neuen Wellen heran. Im zusammengefassten Feuer unserer leichten und schweren Waffen brechen jedoch ihre Angriffe immer wieder zusammen.
Die Sowjets sind zurückgeworfen. Kameradschaftliche Hilfe nach dem Kampf. So sieht es vor den deutschen Stellungen aus. Zahllose gefallene Bolschewiken. Am mittleren Frontabschnitt. Schneepflüge machen die Nachschubstraßen frei. Noch immer herrscht an verschiedenen Punkten der Ostfront harter Winter. Gewaltige Schneemassen bedecken weithin das Land. Auch gefangene Bolschewiken und Zivilbevölkerung sind für die Säuberung der Straßen eingesetzt. Der Weg ist wieder frei. Es geht weiter vorwärts. Truppen auf dem Marsch nach vorn. Wie der Wehrmachtbericht wiederholt meldete, haben Verbände des Heeres und der Waffen-SS den Feind in harten Abwehrkämpfen immer wieder zurückgeworfen. Durch kühn geführte Gegenstöße gelang es, in die feindlichen Linien einzudringen und starke Kräfte der Sowjets zu vernichten. Die Front ist erreicht. Die Infanterie rückt in ihre Bereitstellungen. Artillerie bereitet einen Angriff auf die Sowjets vor, die sich in einem Wald festgesetzt haben. Panzerkampfwagen und Sturmgeschütze gehen nach vorn. Stoßtrupps folgen dicht auf. Breiter Front greift Infanterie des Heeres und der Waffen-SS an. Dort hinten Bolschewiken.
Die vordersten Gräben der Sowjets sind genommen. In 10 Einzelkämpfen wird der Waldabschnitt durchschritten. Jetzt gilt es, eine Ortschaft in der Flanke der bolschewistischen Stellungen zu nehmen. Sie wird von den Sowjets verbissen verteidigt. Stundenlang tobt der Kampf. Nur Schritt für Schritt geht es an das Dorf heran. Vom deutschen MG-Feuer niedergemäht. Unter der vernichtenden Wirkung der deutschen Waffen haben sich die Bolschewiken zurückgezogen. Die Spitze unserer Truppen dringt in die Ortschaft ein. Auch hier erlitt der Feind schwerste blutige Verluste. Deutscher Handelsstörer im Indischen Ozean. Diese Aufnahmen wurden mit einer Schmalfilmkamera gemacht. Sie erreichten uns erst nach wochenlanger Fahrt. Ein Dampfer ist ausgemacht. Er wird als bewaffneter britischer Frachter erkannt. Das Untersuchungskommando setzt über. Der Frachter hat inzwischen seine Rettungsboote zu Wasser gebracht. Ein Entkommen ist für ihn unmöglich. Ohne Gegenwehr ergibt er sich in sein Schicksal. Eines der Boote war nicht seetüchtig. Der Handelsstörer nimmt die Besatzung an Bord. Die Briten mit dem Stahlhelm gehörten zur Geschützbedienung des Schiffes. Der Frachter wird gesprengt. Er hatte Waffen und Munition an Bord. Für die Gefangenen sind zusätzliche Lebensmittel geborgen worden. Der Handelsstörer setzt seine Fahrt fort und läuft eine bewohnte Insel an. Die Gefangenen werden an Land gebracht. Nach kurzem Aufenthalt geht die Jagd weiter. Wieder ist ein feindliches Handelsschiff gestellt. Stoppschuss, der Frachter versucht zu entkommen. Feuer aus allen Rohren.
Handelsstörer läuft mit hoher Fahrt auf seine Beute zu. Links das Heckgeschütz des bewaffneten Frachters. Ein neuer Tonnageverlust für den Feind. Allein im Monat März verloren Großbritannien und die USA 105 Handelsschiffe mit 646.900 Bruttoregistertonnen.